Der Knautschel möchte Barneys Tattoos gezeigt haben. Boah, das sind aber voll viele. Also, da braucht man ein bisschen Zeit für. And his name is John Stamos! Und du hast auch Tattoos. Ja, aber der fragt ja dich. Also ich habe so ein Samoan angehauchtes Ding. Das hier ist wie so ein Schild oder so und das bedeutet dann Schutz. Und die haben ja alle so Bedeutung, diese Sachen von den Samoanern. Da habe ich mir dann mein ehemaliges Bandlogo verewigen lassen. Echt jetzt? Einfach nur, weil ich es cool fand. Ja, Kaiser Domino. Das kenne ich noch gar nicht. Und hier hat der Till dann so ein, das ist so ein Männchen, wo so da steht. Ah ja. Und da unten, das sind Gitarren, by the way. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier, das sind so halbe Gitarren. Schwabbelig, ein Fettarm da. So ein Schwabbelkuchen hier. Und dann habe ich, das war eins meiner ersten Tattoos. Meine ersten zwei Gitarren, die ich hatte. Mein Spitznamen. Und das B steht für meine erste Band, die ich hatte. Bleifrei hießen wir. Und ja. Dann hier habe ich einen Soldaten. Da sagen immer viele, ich wäre ein Nazi oder so eine Scheiße. Wobei das überhaupt gar keinen Sinn macht. Und jetzt komme ich dazu, warum. Ich habe hier einen Spruch. Down on your knees, you don't look so tall. Ist aus einem Billy Talent Song. Viking Death March. Warum habe ich jetzt keinen Wikinger genommen? Ich hatte keinen Bock auf einen Wikinger, ich wollte einen Soldaten. Ich habe auch hier eine Flagge. Das ist die Union Jack. Aber mit den deutschen Farben. Das ist einfach eine Eigenkreation. Also mir gefällt die Union Jack an und für sich. Da habe ich einfach die deutschen Farben reingenommen. Und jetzt, warum in Soldaten? Einfach so, weil es mir gefallen hat. Und weil ich das als erstes im Kopf hatte dabei. Ja, mit dem Spruch down in your knees, you don't look so tall. Jetzt geht man davon aus, das ist ein deutscher Soldat wegen dem Helm und so. Dann heißt es ja, er ist gerade auf den Knien und verliert seinen Kampf gerade. Das heißt, wenn ich jetzt voll der Nazi wäre, dann würde das extrem wenig Sinn machen, glaube ich so. Dann habe ich hier so einen Drache, so ein Riesending, das geht bis da hoch irgendwo. Der kommt halt hier irgendwie aus meiner Haut raus, falls man das sieht, so. Ja, und das wollte ich einfach nur, weil ich es cool fand, diese 3D-Motive. Ich habe eigentlich nur Tattoos, weil mir die Stile gefallen. Und ich bin auch noch nicht fertig, ich will den Arm noch, ich will noch die Brust. Hab da schon Ideen für, aber keine Knete. Dann habe ich irgendwas auf der Wade. Dann habe ich irgendwas auf der Wade. Das ist eine Vogelscheuche mit so einem komischen Kauz und mit einem Spruch, wo drauf steht, Face your fear. Auf dem Spruch steht es? Ja, mit einem Schild, wo ein Spruch drauf ist. Und der Spruch lautet, Face your fear. Also schau der Angst ins Auge oder wie auch immer man das jetzt auf Deutsch übersetzen würde, weil das irgendwie so ein bisschen meine Einstellung ist. Ich bin nicht der Typ, der vor irgendwas zurückscheut oder so. Ich probiere es erst lieber mal und kann dann sagen, ich find's scheiße, wie dass ich es nie probiert habe und sage, ich find's scheiße. Das macht für mich wenig Sinn. Ja, und darauf soll das anspielen. Und deswegen auch so ein ganz komisch glotzender, komischer Kuckuck auf einer Vogelscheuche. Und da habe ich auf dem Schulterblatt noch ein Ding. Das ist so ein Tribal. Das war meine allererste Tätowierung und da habe ich einfach nur Katalog auf. Das nehme ich, weil es mir einfach gefallen hat, weil es mir Bock gemacht hat. Weil ich eine Tätowierung wollte mit 18 und dann, das nehme ich jetzt. Nicht wirklich überlegt, aber mir gefällt sie immer noch. Beziehungsweise, die ist mega schlecht gestochen und alles, aber irgendwie gefällt mir das Motiv trotzdem noch. Willst du was zu deinen Tätowierungen sagen noch? Ich müsste mich jetzt echt arg ausziehen. Ja, ich weiß, du hast nur versteckte fast und halt am Knöchel hast halt auch was. Ich habe nur versteckte, nicht fast. Also ich bin hier tätowiert, hier an der Seite, eigentlich nur, fast nur. Naja, sogar fast eigentlich kurz schön zeigen. Ich muss weiter runter, glaube ich dann. Ich muss die Hose hochziehen. Ich habe hier so ein Sugar Skull mit einer Hose und so einem Zeug und habe dann hier den Mario Stern und den Block dazu auf der Seite. Dann habe ich auch so eine Tribal-Kacke wie Barney auf dem Schulterblatt. Ja. Das war auch so. Das. Die Hunde sind unzufrieden mit Klopfgeräuschen. und ich habe einen Spruch am Knöchel. Ich habe einen Spruch auf dem Knöchel. Ich habe eine Buchstabenreihenfolge auf dem Knöchel, die sich da nennt DHDNIK. Was so viel heißt wie, das hast du nicht im Kreuz. Und die rührt daher aus meiner
wilden Paintball-Karriere da irgendwann eine Bande zusammengetan, die halt immer unterwegs war über die Wochenenden auf verschiedenen Feldern und in verschiedenen Städten. Und irgendwann hat jeder irgendwas gemacht, wo irgendjemand gesagt hat, das hast du nicht im Kreuz. Und dann hat man es durchgezogen und dann hat man sich diese Buchstaben da tätowiert. Und dann war das halt so der Standardspruch, wenn irgendeiner große Schnauze hatte wieder und sagt, ne, das hast du eh nicht im Kreuz. Ja, das sind jetzt so 8 bis 10 Leute, wo das haben, glaube ich. Ja, ist einfach eine Erinnerung an eine coole Zeit damals. Ja, das war's eigentlich. Danke, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Da sollte eigentlich jetzt eine Endcard kommen, aber als echte Schwaber haben wir uns die natürlich gespart. Ich glaube, den Abo-Button findest du auch so, ohne unsere Hilfe, oder? Danke dir recht schön, gell?